Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Hallöchen, Las Vegas Tag 2, nur dass wir gar nicht mehr in Las Vegas sind. Wir sind jetzt seit gefühlten Ewigkeiten unterwegs. In echt sind es, wie viel sind es? 5 Stunden inzwischen, glaube ich. Wir sind seit heute Morgen gegen 8 unterwegs auf dem Weg zum Grand Canyon. Und wir mussten umfahren und alles Mögliche, also sind wir ein bisschen verspätet, aber okay. In nicht mal einer Stunde sind wir da. Nee, in einer Stunde. In einer Stunde sind wir da. Und ja, dann zeige ich euch den Grand Canyon. Wir sind alle topfit! Es gibt Buch, was willst du eigentlich? Wir haben Verpflegung. Wir haben mehr als eine Stunde geschlafen. Wir haben mehr als eine bzw. bis zu 3 Stunden geschlafen letzte Nacht. Also alles ist gut. Mein Bums hier. Tja, an der anderen Seite steht halt Klos, aber das ist deiner. Nein. Kannst du also einpacken? Ja, du willst. Mein Schild, oder? Wo muss das ab und ich, du musst auf jeden Fall. Wir sind endlich angekommen nach 5,5-6 Stunden Fahrt. Ja, wir sind hier jetzt am Visitor Center am Grand Canyon. Und da gehen wir jetzt erstmal rein und gucken uns das an und dann gehen wir zum zur Aussichtsplattform. So, der ganze Grand Canyon. Wir laufen jetzt zur Aussichtsplattform Mather Point. Canyon Rim. Canyon Rim, genau. Man sieht echt noch gar nichts von diesem Canyon. Nee, gar nichts. Und wir sind eigentlich nur noch 2 Minuten schön entfernt. Ich bin richtig aufgeregt, Mama. Richtig aufgeregt. Oh Gott, das war falsch. Aufgeregt. Aufgeregt. Ich komme nicht aus Berlin, aufgeregt. Jamie. So was kannst nur du. Aufgeregt. Guck mal. Wir brauchen hier auf jeden Fall ein Gruppenfoto. Ja. Ein Group Picture. Was machen die anderen beiden? Hier oder da? Am Grand Canyon. Jamie, renn vor! Renn, guck! Oh mein Gott! Geht das da tief runter? Dani wird die Erste sein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Was geht hier denn? Ja, das sieht aus wie aus dem Scheiße. Oh mein Gott, ich muss weinen! Oh mein Gott! Wow! Oh, ich komme nicht raus klar. Wir müssen alles. Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Klick, klick!
Ja, wir sind am Grand Canyon angekommen. Unfassbar. Man kennt es ja von Fotos und so, aber das ist mal das, was ganz anderes, wenn man hier ist. Also, der ist so tief, oh mein Gott. Und so schön. Unfassbar. Dani, was sagst du dazu? Traumhaft. Traumhaft. Lane, was sagst du dazu? Ja, einfach nur unglaublich. Das ist wirklich was ganz anderes. Ein Eichhörnchen. Wo ist ein Eichhörnchen? Oh mein Gott. Ein Eichhörnchen. Das ist Wahnsinn, wie das hier aussieht. Das ist so tief. Und so groß. Und auf Fotos wirkt es gar nicht so viel. Nee, das stimmt. Aus wie gemalt. Bitte? Oh ja. Es gibt ja viele Canyon-Eichhörnchen. Canyon-Eichhörnchen. Das ist eine andere Art. Eins. Ja, und an sich sind sie auch viel flüchtiger. Zwei. Jetzt zum nächsten Aussichtspunkt. Wie hieß der noch? Yuvapai oder so? Yuvapai Point. Wir laufen hier den Canyon Trail, Rim Trail lang. Wir sind hier übrigens am South Rim, also am südlichen Punkt vom Grand Canyon. Der North Rim ist wohl nicht so mit Besuchern vollgepackt, aber ist auch noch gar nicht auf. Der macht erst so ab Mai auf, weil die Straßen sind noch gesperrt. Schnee liegt. Ach du Scheiße. Wie sind die da hingekommen? Wie sind die da hingekommen? Oh mein Gott. Achtung, wir sind gut. Wie war das? Nicht vom Weg abkommen? Ja. Und dann bei dem Wind. Nicht alles. Behind the scenes des Fotoshootings von Kati. Behind the scenes, behind the scenes. Behind the scenes, behind the scenes. So, super brandig.
So, wir sind hier jetzt an diesem zweiten Aussichtspunkt. Ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß. Einfach nur beeindruckend. Es geht so unfassbar weit runter. Vögel, die durch den Canyon fliegen. Wie schön.